Hallo und herzlich willkommen zur fünften Ausgabe von FCS Block Kompakt. Ich freue mich schon wie Bolle, denn bald ist mal wieder Saarderby. Saarderby, ja, 1. FC Saarbrücken gegen FC 08 Homburg. Das ist ein traditionsreiches Duell. Das ist der Löwe auf Crystal Meth gegen die Maus auf Steroiden. Das ist Bitburger gegen Carlsberg. Das ist Taifu Diane gegen seinen Ex-Verein. Okay, wir verzeihen es ihm. Andere Legenden, die waren auch schon mal in Homburg. Also Legenden wie Hartmut Ostermann zum Beispiel. Aber was ist eigentlich so ein Derby, also so ein Saar-Derby? Derby, das heißt ja immer wieder, zwei Vereine, die müssen Lokalrivalen sein, die müssen nah beieinander liegen. Und ja, der 1. FC Saarbrücken und der FC 08 Homburg, die spielen in zwei Städten, Saarbrücken und Homburg. Die liegen nur 37 Kilometer weit voneinander entfernt mit dem Auto. Und es gibt auch schlimmere Derbys, also zum Beispiel das Nord-Derby zwischen Bremen und Hamburg. Da sind knappe 170 Kilometer zwischen den beiden Städten. Oder das Derby zwischen Saarbrücken und diesem Verein da aus Spießen. Okay, das ist trotzdem ein Lokalderby, denn das Saarland ist ja relativ klein. 2570 Quadratkilometer. Da würden umgerechnet 360.000 Fußballplätze hinpassen. Die wären dann aber alle aus Asche, aber immerhin dürften sich dann drei Saarländer jeweils einen Platz teilen und dann wäre jedes Spiel gegeneinander, untereinander automatisch ein Derby. Und was ist also das Derby 1. FC Saarbrücken gegen FC 08 Homburg? Es geht für beide um nichts mehr. Es ist das Derby um die goldene Saarnanas. Und darauf freuen wir uns morgen. Bis zum nächsten Mal bei FCS Block Kompakt.